Herbst in Würzburg. Für die Jungwinzerin Ilonka Scheuring ein ganz besonderer. Die 25-Jährige hat gerade den Betrieb ihrer Eltern übernommen. Doch ihre erste Weinsaison startet problematisch. Der nasse Sommer hat Spuren hinterlassen. Ja, wie man natürlich unschwer erkennen kann, wird es ein bisschen problematisch werden, nachdem die Trauben schon recht faulig sind. Deswegen machen wir jetzt auch erstmal hier eine Vorlese einfach für Federweisen, weil wir auch am Wochenende guten frischen Federweisen brauchen, weil wir da auf Stadtfest in Würzburg sind und da Federweisen eben ausschenken und verkaufen. Bei der Vorlese am Weinberg werden nicht alle Trauben abgeerntet, sondern nur ein kleiner Teil. Aus ihnen wird Federweißer produziert. Das ist frischer Traubensaft, der eine Woche gären muss. Aber bitte keine Traubendusche. Ich versuch's. Ilonka hat schon als Kind bei der Weinlese geholfen und später eine Ausbildung zur Weinküferin absolviert. Macht mir sehr viel Spaß, ist sehr abwechslungsreich. Und das Schönste daran ist, man kann zwischendurch immer mal naschen. Im Weinbau sind Frauen eher selten. Ilonka schreckt das nicht ab. Bei dem Job darf man nicht zimperlich sein. Da kommt man gern mal ein bisschen aus der Puste. Und es wird auch gern mal ein bisschen schwieriger. Und ja, man muss halt selbst Hand anlegen. Man kann nicht immer alle Arbeit vergeben. Meine Motivation sehe ich da drin, dass ich kann meine eigenen Ideen da drin verwirklichen. Ich bin natürlich zum einen selbstständig, aber zum anderen ja, trägt man dadurch eben auch ein großes Risiko, weil man ist ja wetterabhängig oder von der Natur auch abhängig. Aber wenn man dann ein Gläschen Wein mit Freunden trinkt, dann weiß man wenigstens, warum man das macht und was dabei rausgekommen ist. Mit den gelesenen Trauben fährt Ilonka zurück zu ihrem Weinkeller. Die Trauben werden zunächst in die Weinpresse, den sogenannten Kelter, gepumpt. Wichtig für meinen Wein ist natürlich auch, dass mir der Wein selber persönlich schmeckt. Weil wenn er mir nicht schmeckt, dann kann ich hinter dem Wein auch nicht stehen oder kann ihn auch nicht verkaufen. Und ja, ich gucke halt dann auch einfach, dass der Wein harmonisch ist, dass der Wein sich von anderen Weinen oder von der Masse natürlich absetzt und so ein bisschen seine Ecken und Kanten hat. Im Kelter bleibt der Trester zurück, also der Traubenrückstand. Unten raus fließt der süße Traubensaft. Der Zuckergehalt im Traubenmost ist maßgebend für die spätere Qualität des Weines. Und dieser wird in Öxle gemessen. Ja, 82 Öxle, kann man nichts sagen für dieses Jahr. Es reicht vollkommen aus. Ilonkas Ziel ist es, das Weingut weiter auszubauen und ihren Wein bekannter zu machen. Neben gutem Wein ist hierfür auch gutes Marketing wichtig. Ja, vorhin im Weinberg habe ich ein paar Bilder gemacht für die Facebook-Seite, für die Gruppe Weingut Scheuring. Und da stelle ich immer mal ein paar aktuelle Bilder drauf. Für mich ist Facebook zum einen auch eine Marketing-Sache, weil man Veranstaltungen bewerben kann, man so schnell und viele Leute auch erreichen kann. Und zum anderen möchte ich den jungen Leuten einfach zeigen, was alles im Weinberg so das ganze Jahr über zu tun ist. Weil viele denken immer, naja, wir Winzer haben eh nichts zu tun, sondern es müssen nur die Trauben ernten. Aber das zeige ich hiermit halt, indem ich dann jedes Mal zu jeder Saison, was gerade zu tun ist, oder zu jedem Arbeitsabschnitt, was ansteht, dann davon eben ein paar Bilder mache und damit draufstelle. Zu Ilonkas Job gehört aber nicht nur die Arbeit im Weinberg oder im Keller. In der Herbstzeit öffnet sie abends ihre Heckenwirtschaft und organisiert Weinproben. Ja, ich darf Sie natürlich jetzt alle erstmal recht herzlich willkommen heißen bei uns im Weingut Scheuring. Die Gäste der Weinprobe lernen ein paar Grundlagen bei der Weinverkostung. Man schwenkt mal so das Glas, dass die Aromen aus dem Wein ein bisschen gelöst werden und sich dann im oberen Teil des Glases sammeln. Wobei das jetzt hier mehr so der grünlichere Typ jetzt, sage ich mal, ist. Und da ist wesentlich stärker die Stachelbeere vertreten, wenn man mal riecht. Und wenn man dann auch probiert, probieren wir alle mal mit Schlürfen, es kommt Luft in den Mund.
Und da kann man die Aromen, also indem man da diese Luft durchzieht, riecht man dann noch mal intensiver. Ja, würde ich doch sagen, trink mal einfach noch mal. Eine Woche später, Stadtfest in Würzburg. Der Federweiße von Ilonka hat das richtige Stadium erreicht. Er hat nun knapp 4% Alkohol. Ja, wird sehr gut angenommen von den Leuten und auch von der jüngeren Generation, weil Federweißen ist ja doch eher was Traditionelles auch. Ja, super. Super ist auch die gelungene Premiere ihrer ersten Federweißer-Produktion. Ilonka hat 300 Liter verkauft. Der erste Schritt in die Weinsaison 2010 ist geschafft. Und außerdem? Es geht auch nichts über einen frischen Federweißen, der richtig schön witzelt schon.